So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Sonntag, den 11.02.2024. Die Kalenderwoche 7 steht vor der Tür. 12.02. bis 16.02.2024 werden die Handelstage sein. Und diesmal wird es ja kein Livestream sein, die Trading-Wochenanalyse, sondern ein Video, was ich für euch hochlade, was ihr euch natürlich anschauen könnt. Und ich werde natürlich jetzt auch hier in den nächsten Minuten ein wenig vorbereitende Gedanken für die kommende Handelswoche tätigen. Aber ihr wisst ja, ich bin aktuell im Urlaub. Wir sind aktuell auf dem Atlantischen Ozean unterwegs. Orkan Windstärke 12, 140 km/h. Windstärke heißt, der Kahn wackelt ganz schön. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich für euch ein paar Gedanken hier kundtun. Ich bin über Starlink hier im Internet später drin. Also ich lade das über Elon Musk Internet hoch nachher, die Trading-Wochenanalyse. Also schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, auf jeden Fall sieht es erstmal ganz gut aus. Auf jeden Fall. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was für die kommende Handelswoche interessant ist. Bevor wir das tun, wie gewohnt an der Stelle, der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls Vortrader definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir erstmal rauf hier auf meinen Bildschirm. Also ich habe jetzt auch aktuell nur einen Bildschirm hier angeschlossen. Von daher muss ich kurz meine Streaming-Software zeigen. Aber jetzt seht ihr erstmal hier natürlich den Webinar- und Eventkalender von JFD. Und es sei an der Stelle gesagt, Montag, also morgen früh um 7 Uhr, also es gibt erstmal keine Livestreams in der kommenden Handelswoche. Ich werde allerdings zusehen, dass ich euch zumindest immer mal so eine Art Update gebe. Aber morgen früh um 7 Uhr wird erstmal kein Update-Video sein, denn dafür haben wir jetzt die Trading-Wochenanalyse. Aber ich werde mal zusehen, dass ich dann für den Dienstag euch dann am Morgen was zur Verfügung stelle, was ich dann gegebenenfalls am Montagabend aufnehme. Denn wir werden gleich sehen, wir werden einiges an Wirtschaftskennzahlen in der kommenden Handelswoche bekommen. Somit lohnt es sich natürlich, da auch immer mal raufzuschauen und auch vor allem eben zu schauen, was machen die Märkte denn. Gerade die Indizes an diesen ganzen All-Time-Highs dort immer wieder. Geht es weiter nach oben oder helfen uns vielleicht die CPIs, die direkt am Dienstag kommen, so ein bisschen, dass der Markt zumindest mal in eine, ja, theoretisch schon gesunde Konsolidierung übergeht. Und die Gedanken werden wir uns jetzt mal tätigen und vor allem eben mal überlegen, okay, wir müssten die Daten am Ende ausfallen, sodass hier eine realistische Möglichkeit besteht, dass zumindest die Indizes mal ein Stück weit nach unten kommen. Ich weiß, der ein oder andere stellt sich an dieser Stelle jetzt immer schon wieder den letzten Tagen, Wochen, fast Monaten, Moment, die Frage, wann das denn endlich mal der Fall sein sollte. Aber es sei an der Stelle schon mal gesagt, das muss nicht passieren. Die Märkte haben freie Bahn nach oben Richtung All-Time-Highs. Also es kann auch durchaus weiter nach oben gehen. Also grundsätzlich erstmal immer Piano und Vorsicht. Also es wird in der kommenden Handelswoche ab Dienstag dann auch der Live-Trading um stattfinden. Hier wird der Andreas abhalten. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils um 10 wird er mit euch gemeinsam in Form des Live-Trading Rooms über die Märkte fliegen und dort auch natürlich entsprechend das ein oder andere Update geben. Und wie gesagt, von meiner Seite gibt es dann irgendwie Video-Updates, aber keine Livestream-Updates. Gehen wir mal kurz drauf auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Da starten wir erstmal mit den Gedanken in Richtung China, Asien. Wir werden in China die komplette Woche chinesische Feiertage haben. Also die chinesischen Börsen werden geschlossen haben. Es wird auch höchstwahrscheinlich nicht nennenswert viel Neues aus China kommen. Wir wissen, in den letzten Tagen war China nicht ganz unwichtig für die Börsen. Wir wissen, dass die Politik, aber eben auch die chinesische Zentralbank versucht natürlich die Dilemmasituation in China irgendwie zu kontrollieren, sodass dort eben dann auch mal wieder die ein oder andere positive Nachricht zu uns rüberkommt. Der ein oder andere Punkt hatte dann auch den Markt so ein bisschen immer mal wieder unter die Arme gegriffen, aber China ist eigentlich noch immer so ein, entweder so Patt-Situation oder eigentlich immer noch so ein bisschen auf der negativen Seite behaftet oder negativ behaftet, und von daher müssen wir da mal schauen, da wird erstmal in der kommenden Handelswoche höchstwahrscheinlich nicht viel kommen. Wenn wir jetzt nach unten scrollen würden, würden wir sehen, okay, es ist für die komplette Handelswoche in China Feiertag und dann am Montag auch in Japan, also von der Seite wird nicht viel passieren. Aber aus der Seite der USA wird eine ganze Menge kommen an Wirtschaftskennzahlen. Am wichtigsten, wenn wir da schon mal hinschauen, ist der Dienstag, der 13. Da werden wir um 14.30 Uhr die CPIs bekommen aus den USA. Wir werden auch aus Großbritannien nicht ganz unwichtige Dinge bekommen. Also wer mit dem britischen Pfund behaftet ist und dieses hoch und runter handelt, ja, oder sich damit beschäftigt, da wird es dann zum Beispiel am Montag schon mal vom Governor Bailey eine Rede geben. Dann wird es am Dienstag entsprechend die Claim and Count Change Zahlen geben, also die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien. Das ist nicht ganz unwichtig. Und wenn man dann nach unten schaut,
in Richtung Mittwoch werden wir dort eben ebenfalls die CPIs, also die Verbraucherpreise für Großbritannien bekommen. Und alles in Summe ist natürlich nicht ganz unwichtig. Schau mal in Richtung Donnerstag, seht ihr relativ weit unten, britische Pfund, 8 Uhr, GDP, also Bruttoinlandsproduktsdaten aus Großbritannien. Das ist alles in Summe sehr, sehr wichtig fürs britische Pfund. Also wer sich damit beschäftigt, der hat da natürlich auch in der kommenden Handelswoche, denke ich, so ein bisschen mit Bewegung zu tun und somit natürlich vielleicht auch die ein oder andere Chance, die sich daraus ergibt. Das wird allerdings in den nächsten Tagen nicht mehr mein Fokus sein. Das würden wir sonst vielleicht in den Streams machen, in den Live-Trading-Räumen. Aber in den Videos, die ich hier dann eben für euch vielleicht noch kurz zur Verfügung stelle, werden wir aufs britische Pfund nicht weiter drauf eingehen. Wir werden natürlich auf die US-Zahlen eingehen. Wie gesagt, die CPIs kommen am Dienstag heraus. Und hier sei erstmal gesagt, wir hatten die letzten CPIs. Also vor einem Monat, da gab es ja so ein bisschen Überraschung. Auf einmal auf der Oberseite 3,4, seht ihr ganz rechts. Ich mache da mal kurz hier nochmal so das, so ne, das ist die Zahl, die zuvor kam und das war auch so eine leichte Überraschung auf der Oberseite. Jetzt wird erwartet 2,9, also von der 3,4 dann doch eben wieder in Richtung Süden, vor allem würde auch wieder eine 2, nicht wieder, es würde eine 2 davor stehen. Und die große Frage ist, ob das so kommt. Ja, wenn es so käme, wäre das auf jeden Fall etwas, was durchaus dazu führen könnte, dass die Märkte zumindest mal annähernd anfangen, so ein bisschen durchzuatmen auf der Unterseite. Denn ihr wisst, dass wir kürzlich jetzt immer so ein bisschen auch wieder die Spekulation hatten, ja, was macht nun die Fed? Ja, Zinsen ein bisschen später nach unten, hält vielleicht doch noch ein bisschen länger oben. Das war ja einer der Punkte, der jetzt immer schon eine Rolle spielte, den der Markt allerdings noch nicht ganz so aufnahm. Ja, der Markt lief nach oben, unter anderem eben auch durch die Bruttoinlandsproduktsdaten aus den USA, durch gute Earnings, schauen wir gleich nochmal drauf. Das waren ja alles so Punkte, aber die CPIs, wenn die da wirklich zurückkommen, wäre es etwas, was durchaus vielleicht erstmal so ein bisschen zu Durchatmen führen kann. Auch wieder der Gedanken, dass einfach eben dadurch entsprechend die Zinsen ja nach unten kommen. Ja, das ist eigentlich gut, aber wir werden mal schauen. Man muss hier ein bisschen aufpassen, vielleicht auch wieder um die Ecke denken. Und von daher, da werden wir uns dann, denke ich, vorher nochmal mit einem DAX Long oder Short Gedanken machen, wie dort die Zahlen ausgehen können, beziehungsweise wo die Märkte an der Stelle stehen. Also wichtig, das erstmal so ein bisschen im Kalkül zu haben für die kommende Handelswoche. Scrollen wir nach unten, sehen wir, dass wir dann Empire State Manufacturing Index bekommen, die Core Retail Sales bekommen am Donnerstag um 14.30 Uhr und dann geht es wieder in Richtung Inflationsdaten am Freitag 14.30 Uhr, die Core PPIs und PPIs. Das sind dann nochmal eben nach den CPIs nochmal die Produzentenpreise, wo wir natürlich dann eben auch so ein bisschen vielleicht schon Vorläufergedanken bekommen können für wiederum die nächsten CPIs, die dort dann herauskommen. Also auch das wird wichtig sein. Und summa summarum, das ist ja für uns erstmal der Punkt, durchaus allesamt die Märkte bewegen können, allem voran die CPIs am Dienstag, PPIs am Freitag, Core Retail Sales, Empire State Manufacturing Index, Retail Sales dann am Donnerstag 14.30 Uhr jeweils herauskommend. Achtet da drauf und schaut, da kann eben Bewegung kommen. Je nachdem, wo dann natürlich die Märkte stehen, ob sie eher in potenziellen Verkaufsbereichen stehen oder in Kaufbereichen. Das ist natürlich dann immer das Charttechnische, was wir uns sonst ad hoc immer anschauen würden, was jetzt dann in der kommenden Handelswoche wenig passiert. Aber schaut darauf, achtet da drauf. Christine Lagarde werden wir noch sprechen hören, kommende Handelswoche. Und wir haben auch den einen oder anderen FOMC-Member, der dort nächste Woche noch spricht. Also all das kommt, da seht ihr, da ist so ein bisschen was, ist auf jeden Fall los. Gehen wir über die Headlines drüber, finden wir auf Handelsblatt jetzt nicht sonderlich viel, außer dass jetzt neben mir jetzt hier für das Hochladen der Trading-Wochenanalyse auch eben dieses russische Militär Starlink aktuell nutzt. Wir wussten, die Ukraine nutzt es, jetzt eben kam heraus, dass wahrscheinlich das russische Militär ebenfalls über den Satellitendienst von Elon Musk hier entsprechend Internet nutzt. Ja, aber das ist jetzt für die Märkte nichts Interessantes, das ist mir nur heute aufgefallen, weil es jetzt gerade auch selbst nutze, was so ein bisschen eben ein Fall ist und ein Faktor ist, der jetzt eben mehr und mehr hochkommt. Ob das nun direkt für die kommende Handelswoche wichtig wird, das werden wir sehen. Donald Trump fängt schon wieder an zu polarisieren. Hier geht es natürlich auch viel in Richtung Russland, viel in Richtung Ukraine, Unterstützung NATO im Fall der Fälle und so weiter und so weiter. Das ist natürlich irgendwo etwas, was so ein bisschen beängstigend rüberkommt. Da müssen wir mal schauen in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber das hat man ja schon gesagt, dass Elon Musk hier eben durchaus polarisiert und am Ende eben sich die große Frage dann wirklich stellt, wie wird sich das Ganze dann, wenn es dazu käme, Donald Trump eben doch eben sich abzeichnet, vielleicht Präsident wird erneut, nochmals seine zweite Amtszeit, wie sich das am Ende dann eben auf die Märkte auswirkt, sollte erst für die kommende Handelswoche noch nicht entscheidend sein, meines Erachtens nach. Von daher gibt es natürlich immer noch wieder Earnings,
wo man mal so ein bisschen drauf schauen kann. Die Thematik Naher Osten ist natürlich auch noch wichtig. Da hatten wir in der vergangenen Handelswoche ja des Öfteren mal die Headlines bezüglich Waffenruhen, eventueller Waffenruhen oder eben auch Friedensgespräche, dass eben komplett die Waffen ruhen sollen. Das ist etwas, was den Märkten ebenfalls so ein wenig unter die Arme gegriffen hat. Da muss man auch hinschauen, geht es da eher wieder in die positive Richtung oder aber verhärten sich die Fronten eventuell wieder, dann könnte dieser positive Effekt sich so ein bisschen gegenwirkend auszeichnen und eben auch darauf hin dann eben das eine Möglichkeit geben. Wie gesagt, die Frage ist ja, wie könnten die Märkte mal konsolidieren, aus welchen Gründen? Und das sind alles so Punkte, die eben dazu führen können, aktuell allerdings eben noch nicht, dass alles der Fall ist. Aber das ist etwas, worauf man so schauen sollte und wo man versuchen sollte, das Ganze am Ende auf jeden Fall einzunorden. Bloomberg findet man jetzt auch nicht so sonderlich viel mehr, was jetzt diese ganze Thematik betrifft. Eigentlich viel mehr das, was wir jetzt schon gerade irgendwo so ein bisschen angesprochen haben. Wir haben die CPIs in der kommenden Handelswoche. Wir haben Super Bowl, heißt auch Montag, könnte nicht ganz so viel los sein. Ja, wird der ein oder andere sagen, warum? Naja, ganz einfach, weil halb Amerika, also ich glaube sogar mehr als halb Amerika, ich glaube, von Sonntag auf Montag, ne, ist es jetzt, Super Bowl schaut und entsprechend dann spät ins Bett geht und vielleicht auch spät aufsteht. Und das ist manchmal wirklich so, dass dann eben am Montag nicht so sonderlich viel danach passiert. Aber wie gesagt, auch im gleichen Atemzug werden die CPIs links oben hier genannt, welche dann, hat man ja gerade gesehen, am Dienstag herauskommen. Und eben auch hier Nahe Osten, NATO und so weiter spielt eben alles eine Rolle. Aber nicht direkt jetzt, da muss man mal schauen, da entscheiden am Ende die Headlines. Was ein bisschen direkter interessant ist, ist zum einen der Dollarindex und am Ende eben natürlich auch die Anleiherenditen. Dollarindex ist insofern wichtig, dass es zum einen natürlich für die Commodities nicht ganz unwichtig ist. Da werden wir gleich mal auf Öl schauen. Öl eben in der letzten Handelswoche nach oben gelaufen, inklusive allerdings eben auch einem zwar ganz, 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 ganz minimalst schwächelnden Dollarindex, aber mehr oder weniger eigentlich seitwärts laufend. Aber der Ölpreis ordentlich nach oben, heißt wirklich, da ist Ölstärke da. Und diese Ölstärke ist natürlich auch ein Punkt, wenn das eben auch so weitergeht, wenn es da eben doch dann vielleicht eben mal wieder in Richtung 80 Dollar geht, ist das auch ein Punkt, den man durchaus auf die negative Seite schreiben kann. Und wenn dann diese Earning-Thematik irgendwo so ein wenig verdaut ist, und hier möchte ich nur mal eines zeigen, ARM Holdings Limited, letzte Handelswoche, die letzten 5 Handelstage, wir sehen es dort, plus 43 Dollar, plus 60%. Nur eine der Aktien, die in den letzten Tagen doch teilweise ordentlich durch die Decke ging. Und da sieht man, da ist so ein bisschen Goldgräberstimmung in den USA aktuell, was diese Earnings betrifft und auch die Reaktionen der Aktien daraufhin. Und somit ist auch der Markt aktuell wirklich so ein wenig Sentiment getrieben. Das muss man auch wirklich offen und ehrlich so sagen. Und ich hatte es, glaube ich, auch schon in den täglichen Streams angesprochen in der vergangenen Handelswoche. Dieser Überoptimismus, der jetzt dort aktuell vorhanden ist, der kann noch weiter anhalten. Gerade hatte ich auch erklärt, dass diese ganze Short-Selling-Thematik, also es gibt ja Leute, die eben auch schon vielleicht vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen eben nicht daran glaubten, dass es eben weiter nach oben gehen kann und entsprechend auch teilweise ein bisschen größeren Größenordnungen anfingen, Short-Positionen aufzubauen, die jetzt natürlich mehr und mehr dann eben doch auch mal wieder rausgenommen werden müssen, weil der Markt halt teilweise auch die Indizes ja nahezu nach oben explodieren. 5.000 ist schon längst im Rückspiegel vom S&P 500, ja, also da ging es wirklich ordentlich nach oben. Und früher oder später ist es natürlich so, dass dieser Überoptimismus auch wieder also abebbt und daraus resultierend dann eben auch die Märkte in teilweise, kann passieren, eben etwas höherem volatilen Tempo nach unten laufen. Und da gehören natürlich auch so Thematiken dazu, wenn diese ganzen Earnings weiter irgendwo so polarisierend positiv sind, dann kann es natürlich erstmal noch weiter nach oben gehen. Aber wenn das anfängt abzuebben, was spätestens natürlich mit dem Ende der Earnings Season dann eben der Fall sein wird, dann ist das Ganze auch verdaut und dann wird vielleicht auch mal so eine ARM Holding wieder ein Stück weit nach unten kommen oder auch eben eine Nvidia, die da eben nahezu ebenfalls explodiert. Das sind wirklich schon so, also Goldgräberstimmungen und zuletzt war das, also wo ich mich so an solche Bewegungen erinnere, war in der Dotcom-Bubble, das war zu der Jahrtausendwende, ja, also fast 25 Jahre her, wo das zuletzt so extrem war. Und da gibt es zwar Unterschiede, also man kann das nicht eins und eins zusammennehmen, ja, aber am Ende ist es halt schon irgendwo so in die Richtung gehend. Und mal gucken, vielleicht passiert es noch nicht diese Woche, wäre natürlich schön, wenn der Markt noch ein bisschen wartet, ja, mit den
volatileren Abwärtstendenzen. Ich würde sie natürlich gerne mitnehmen wollen, denn nächste Woche werde ich persönlich natürlich nicht ganz so viel machen, Schrägstrich wahrscheinlich gar nichts, weil ich ja unterwegs bin. Gut, das vielleicht dazu nochmal, denn die Thematik GDP in den USA, gibt ja so einen GDP Now-Indikator, auch der war kürzlich immer wieder erstmal nach oben laufend, die Tendenz fürs aktuelle Quartal Q1 in den USA, das ging ordentlich nach oben, aber in den letzten Tagen dann auch wieder eine Nuance nach unten. Also hier ging es schon so ein bisschen, dieser Überoptimismus wieder leicht im Rückwärtsgang. Was schon so die ganzen Punkte in Summe, das kann schon auch nächste Woche irgendwo anfangen, mal so ein bisschen zu bröckeln. Es sind allerdings wirklich so ganz kleine Punkte, die man vielleicht so zusammenfasst, aber GDP auf jeden Fall auch in den letzten Tagen eher so ganz leicht zurückkommend. Also die Vorhersage, die Erwartungen, ja, die man hochrechnet fürs Q1, ist ja wieder mittendrin. Da kann man allerdings im GDP Now quasi ablesen. Dann schauen wir nochmal auf die Anleiherenditen. Da hatte ich einen Screenshot gemacht. Hier, da sind wir bei 4,16 und ihr kennt das von mir, dass diese Thematik, ja, wir wissen, wir waren unter 4, ja, dann sind wir wieder in Richtung 4, dann waren wir in Richtung 4,10. Jetzt sehen wir aktuell im Bereich um die Marke 4,16. Wir wissen, dass diese Anleiherenditen oder die Thematik der Zinsen inklusive dieser ja, daraus sich resultierenden US-Anleiherenditen, wir schauten immer auf die 10-Jährigen, dass das schon eben auch negativ korrelierend zu den Aktienmärkten war. Allerdings kam quasi also die Zeit, wo die Earnings noch nicht da waren und auch China eben eine Zeit lang erst ein bisschen ruhiger war, da war das eben so das kriegstreibende Thema. Ne? Wenn die Anleiherenditen nach unten gingen, war das gut für die Aktienmärkte, wenn die nach oben gingen, war es schlecht für die Aktienmärkte und da konnte man wirklich quasi diese direkte Korrelation merken. Jetzt kamen in den letzten 2, 3 Wochen die Earnings hinzu, die Thematik China hinzu, diese eventuellen Waffenruhe im Nahen Osten, also noch einiges, teils Optimismus treibend. Und da merkte man, dass diese Anleiherenditeentwicklung eben nicht mehr so diese tragende Rolle spielte. Und wie gesagt, wenn die Earnings aufhören, wenn vielleicht die Thematik China kommende Woche aufhört, weil dort Ferien, also Ferien sind oder Feiertage sind, Nahe Osten vielleicht auch so wieder ein bisschen bröckelt, dann kann das hier schon wieder eben auch treibender sein oder vielleicht sogar der Treiber sein, was dann eben auf diesem Niveau auf jeden Fall bedeuten würde, dass die Aktienmärkte ein Stück weit zu hoch stehen. Und von daher könnte hier die Korrelation wieder zunehmen. Also achtet da so ein bisschen drauf. Ich werde dann eben auch in den kleineren Updates vielleicht das mal kurz als Thema nehmen. Einfach mal zu schauen, okay, hat sich das vielleicht wieder so ein bisschen angepasst an das, was wir uns in den letzten, ja, eigentlich seit Beginn des Jahres, auch Ende des Jahres schon so ein bisschen wirklich jeden Tag im Prinzip immer wieder nahmen und angeschaut haben. 4,17 stehen wir aktuell. Das ist verhältnismäßig relativ hoch. Und dafür sind die US-Aktienmärkte definitiv zu hochstehend. Getrieben durch andere Dinge, die wichtiger waren, aber wie gesagt, wenn die unwichtiger werden, dann wird das Thema definitiv meines Erachtens nach wieder an Relevanz gewinnen. Gut, das war es jetzt erstmal von den aktuellen Vorzeichen, die wir jetzt quasi so bezüglich der Wirtschaftskennzahlen und der ganzen Thematiken haben für die kommende Handelswoche. Mal gucken, was davon dann am Ende eben auch wirklich an Relevanz beibehält. CPI ist Dienstag, denkt dran. Schauen wir mal aufs Charttechnische. Also der Ölpreis, hatte ich ja gesagt, der hatte sich dann entsprechend auch wieder in diesen oberen Korridor bewegt. Das war ja einer der Bereiche seit Beginn des Jahres, eigentlich schon startend auch mit dem letzten Jahr, wo wir so den Bereich um die Marke 76, 76, 50, 77 hier in der JFD-Indikation so als oberen Grenzbereich betrachtet haben. Und ich auch zu Beginn des Jahres schon sagte, naja, solange wir in diesem Korridor bleiben, Moment, ich mache mal mein Zeichentool jetzt auf, solange wir in diesem Korridor bleiben, Moment, so, ja, ist jetzt, sage ich mal, der Ölpreis nicht ganz so relevant für den Aktienmarkt. Und dann waren wir mal kurz drüber laufend, da hatten wir gesagt, Mensch, das ist so etwas, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt allerdings genau in dieser 76,50. Und wenn wir da rüberkommen und eben die Tendenz auf der Aufwärtsseite da ist und vor allem, hatte ich ja gerade gesagt, die Thematik hier ist im Prinzip trotz des verhältnismäßig starken Dollars. Und wenn wir jetzt dann eben zum Beispiel durch gute CPIs, also wieder zurückkommende Inflationsdaten, würde es den Dollar schwächen. Dollarschwäche heißt Commodities nach oben, inklusive eben auch des Öles oder eben des Goldpreises. Und wenn dann im Prinzip jetzt durch die CPIs am Dienstag wirklich Schwäche in den Dollar reinkommt und der Ölpreis an sich eh schon stark ist aufgrund des Öles und wenn die Währung auch noch anfängt zu schwächeln,
wäre es durchaus möglich, dass wir hier auch schnell Aufwärtstendenzen sehen, was wiederum dann eben auch einer der Faktoren sein könnte. Öl wird teurer auf einmal, ja. Und das dann eben auch etwas sein kann, wie gesagt, was dann für die Aktienmärkte eher auf der Unterseite eine Rolle spielt, weil wir eben auch so enorm hoch stehen. Wir gehen mal rückwärts heute wirklich und gehen jetzt mal direkt auf den Goldpreis, weil er jetzt hier in meinem Panel unten als nächstes kommt. Ich habe jetzt hier nochmal einen Bereich eingezeichnet. Vielleicht Montag, vielleicht auch Dienstag mit den CPIs. Vielleicht kriegen wir nochmal so ein bisschen Schwung nach unten. Und wie ich ja gerade gesagt habe und was eben in den Gedanken des Goldpreises in den letzten Tagen immer wieder der Fall war, wir brauchen einen schwachen Dollar, um die Long-Ideen aufzubauen im Goldpreis. Und ich habe jetzt hier nochmal einen Bereich, der ist zwar jetzt relativ groß eingezeichnet, ist so, naja, um die Marke 2010 hier in der JFD-Indikation. Jetzt sind wir aktuell im Bereich 23 stehen, also 2023, wenn wir hier nochmal so 10, 12, 13 Dollar nach unten kommen. Wir kriegen allerdings eben fallende Inflationsdaten, dann wäre der Gedanke da, von hier unten auch mal in Richtung Norden des Goldpreises zu handeln. Oder aber wir sind dann vielleicht schon ein Stück weit höher und wir kriegen wirklich fallende Inflationsdaten, dann ist natürlich der Gedanke eines Gold-Longs da. Auch mit den Gedanken einhergehend, dass der Dollar-Index dann eben anfängt, wirklich so ein bisschen aus diesem verhältnismäßig hohen Niveau dann eben auch wieder die Biege nach unten zu bekommen, um dann eben auch wirklich vielleicht etwas Mittelfristiges daraus zu machen, bedeutet, dass ich durchaus die Möglichkeit sehe, dass wir zumindest die 2050, vielleicht sogar eben, wo wir jetzt auch schon dieses Jahr waren, den Bereich um die 2060er-Marke durchaus wieder anlaufen können, was natürlich aus dem 30, 35er-Bereich oder hier unten aus dem 2010er-Bereich natürlich ordentlich Chance bedeutet. Ob wir in die 10 nochmal kommen, werden wir sehen. Ob die Faktoren dann für Long stimmen, werden wir auch sehen. Aber das wäre jetzt zumindest etwas, was ich, sage ich mal, so als Goldidee irgendwo mitnehmen würde für die kommende Handelswoche. Jetzt gehen wir ganz kurz auf den Euro-US-Dollar, bevor wir dann auf die Indizes abschließend gehen. Also heute mal rückwärts das Ganze. Gehen wir mal auf den Euro-US-Dollar. Moment. So, den haben wir hier. Und hier hatten wir ebenfalls darüber gesprochen, dass es durchaus denkbar ist. CPIs ist das Entscheidende. Freitag dann auch nochmal die PPIs, aber Dienstag die CPIs ist am Ende das Entscheidende. Und wenn wir hier, ähnlich wie ich es eben für den Goldpreis und WTI besprochen habe, wenn wir entsprechend einen schwächelnden Dollar bekommen, heißt Euro nach oben. Wir werden zwar auch kommende Woche nochmal Christine Lagarde haben. Mal gucken, was die sagt. Aber ich denke, die wird jetzt nichts extrem Neues mitbringen. Und CPIs bedeutet das, naja, März ist ja jetzt eigentlich vom Tisch, ne, bezüglich der Zinssenkung. Aber Mai steht die große Fragezeichen. Jetzt kommt im Mai die erste Zinssenkung in den USA. Und wenn die CPIs nach unten kommen, wenn da eine 2 davor steht, dann ist das durchaus denkbar, dass die Wahrscheinlichkeit für Mai wieder anfängt zu steigen. Also Dollar entsprechend Schwäche, was den Euro-US-Dollar natürlich nach oben hieven würde. Und hier ist eine Besonderheit, die kürzlich quasi durch die Non-Farm Payrolls stattfand. Und zwar, da hatten wir diese doch recht starke Tendenz auf der Abwärtsseite hier, diese, ne? Und das ging wirklich sehr, sehr zügig. Und die bremste sich hier unten ja so ein bisschen in dieser Zone dann ein. Das ist ja ein Bereich, der liegt ja schon lange drin, ne? Dann ging es danach nochmal ein Stück weit tiefer. Aber jetzt sind wir von der Unterseite wieder in diesem Bereich drin. Also eigentlich jetzt hier eher so eine kleine Short, vielleicht auch für Montag schon mal. Aber das wäre dann wirklich im Daytrading, weil wir sind einfach in einem charttechnischen Bereich, der durchaus nochmal nach unten reagieren kann. Alles darüber wäre schon dann recht long gerichtet. Einzig auch, weil wir nicht nur die Abwärtstendenz durch die NFPs hatten, sondern davor die Aufwärtstendenz sehr, sehr schnell. Dann eine Abwärtstendenz sehr, sehr schnell. Davor eine Aufwärtstendenz sehr, sehr schnell. Auch hier davor war der Bereich immer wieder in den Bereich Pi mal Daumen 10880. Ja, da ging es teilweise sehr, sehr schnell vonstatten. Auch im Jahr, hier im Dezember zum Beispiel, hatten wir ja auch mal eine relativ starke Bewegung, die dann danach zwar noch weiter stark ging, aber so der erste Bremsbereich um die Marke 10880 kam. Und das bedeutet, dass wir hier eben auch durchaus eine realistische Chance haben, auch wiederum verhältnismäßig schnell bis dort hochzulaufen. Und vor allem dazwischen zwar ein bisschen was kommt, was noch so bremsend wirken kann, aber so richtig viel nicht. Und wenn dann eben die CPIs wirklich nach unten kommen und alles irgendwie auch in diese Richtung geht, Schwäche Dollar, ja, wäre das eine Idee, die durchaus ja, relevant werden kann und vor allem dann eben auch ein Trade bedeutet, der vielleicht mal 2, 3, 4, 5 Tage läuft und entsprechend da natürlich dann, ja, entsprechend natürlich eine Chance mit sich bringt. US-Märkte allen voran, vielleicht erstmal ganz kurz der US, also der Dow Jones, weil der wirklich Nasdaq könnte man sich auch angucken. Die laufen ja wirklich alle wie am Schnürchen nach oben. Die rote Linie auch hier, wie ich es auch im S&P immer einzeichnete, die alten Allzeithochs. Also wir sind jetzt hier auch wirklich
immer noch an den Allzeithochs, an den Bewegungshochs, die alten Allzeithochs längst im Rückspiegel verlassen. Und rein charttechnisch, ja, wenn man bezüglich dieser Shortseite sich Gedanken macht, ist hier natürlich noch nichts in Sicht. Muss man ganz, ganz klar sagen. Immer wieder mal kleine rote Kerzen, die sofort wieder gekauft wurden. Also jegliche Schwäche sofort wieder erstmal gekauft worden. Und es muss jetzt schon irgendwas kommen. Wie gesagt, CPIs, wenn die nach unten kommen, es kann, obwohl es nicht die Logik wäre, schon trotz alledem dazu führen, weil ich denke, dass diese Stärke in den Indizes, dass eben schon viel davon vorweggenommen wurde, dass die CPIs in Richtung 2,9 kommen oder erwartet werden. Ansonsten wären natürlich schwächelnde CPIs gut für die Indizes, aber es ist jetzt schon so viel da drin und so viel Optimismus da drin, auch vielleicht der Optimismus eventuell weiterer sinkender CPIs, dass dann eben die Kraft nicht mehr ausreicht, dass der Markt weiter nach oben geht, sondern wieder, also so sell the good news sozusagen, dass daraus resultierend der Markt dann gegebenenfalls wirklich die Unterseite sieht. Aber wenn man, also da müsste jetzt aus charttechnischer Sicht, um wirklich zu sagen, jetzt können wir mal ein paar Tage wieder auf der Shortseite gucken, da müsste schon so einiges passieren. Ne? Also wir müssten, sage ich mal, wenigstens aus charttechnischer Sicht unter diesen Bereich 38.090 laufen. Das ist so der nächste Bremsbereich, theoretisch sogar diesen kompletten Korridor hier. Noch ein Stück weit tiefer, was ist das dann? 37.700 oder irgend sowas. Alles darüber ist aus übergeordneter Sicht charttechnisch alles ganz klar weiter long. Auch wenn der mal kurz unter diese kleinen Zwischentiefs hier läuft, da brennt erstmal charttechnisch nichts an. Ja, so, da müssten wir dann wirklich schon irgendwie, naja, muss ja nicht eine Kerze sein, aber irgendwie dann doch mal ein bisschen Druck nach unten aufbauen und die Situation sich wirklich wenden, um hier zu sagen, okay, wir können mal wie hier, ja, so eine konsolidierenden, Moment, so eine konsolidierenden Bewegungen annehmen und auch wirklich vielleicht mal für ein paar Tage dann wieder ein bisschen mehr auf der Abwärtsseite gucken. Hier sowas, ja. Dass sowas vielleicht mal kommt in Richtung zumindest hier der alten Allzeithochs. Also für Nöten wäre es. Ob das passiert, werden wir sehen. Also das, ne, aber und da müsste man dann schauen. Ist natürlich ein Thema eigentlich für Tag gucken, okay, wie sind die Faktoren. Und das ist eigentlich der Punkt, seid vorsichtig und ich würde aus charttechnischer Sicht, wenn Schwäche reinkommt, natürlich auch in gewissen Kaufbereichen erstmal nach wie vor schauen zu kaufen. Ne? Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn die Bereiche merklich nach unten durchfeuert werden, wenn die Liquiditäten nicht mehr gekauft werden, dann auch ein bisschen vorsichtiger werden mit der Long-Seite und das gilt natürlich auch für den S&P 500. Versucht euch keine Meinung zu bilden, der Markt läuft nach oben, wir sind hier im 4-Stunden-Chart, wir sehen, dass eben immer wieder Ruhe, die konsolidierenden Bewegungen, gerade in der vergangenen Handelswoche hier, auch dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sehr, 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 sehr seitwärts laufen, mit kleiner Schwankungsbreite und fupp, geht der Markt wieder nach oben weg. Ne? Ist sehr, sehr überladen, ja, aber kann so weitergehen. Da gibt es nicht, wo wir sagen, bis dahin und da dreht der Markt wieder, weil wir sind im Niemandsland unterwegs. Und auch hier haben wir zumindest aus der vergangenen Handelswoche den Bereich, das ist dann wieder unterhalb der 5.000. Wir sind aktuell im Bereich 5.025 und wir haben hier so den Bereich, ja, 4.988, was, sage ich mal, auch richtungsentscheidender Bereich sein kann. Alles darüber weiter long. Wenn wir da runterkommen, könnte man mal gucken, vielleicht dann eben auch mal einen Short aufzubauen. Ne? So, und jetzt gucken wir in Richtung DAX, den natürlich auch nochmal. Ich habe mal eine Linie eingezeichnet und zwar, die mache ich nochmal kurz orange hier, weil ihr das wahrscheinlich nicht so richtig seht. So, das ist das hier. Das ist die Linie, also das alles rechts davon ist die vergangene Handelswoche. Wir sehen eine minimale Tendenz aufwärts. Ne? Der DAX machte eben nicht das Ganze mit wie die US-Märkte, aber er war trotz alledem auf All-Time-High-Niveau. Es ist vorher auch ein bisschen stärker gelaufen als die US-Indizes. Aber, und das war im DAX der Fall, weniger in den US-Märkten. Wir hatten natürlich eben auch die eine oder andere Idee, schneller mal sich auch Shorts anzuschauen. Und so bleibt es auch. Man liest eine Headline nach der anderen, dass irgendwie für Deutschland die Zukunft nicht so rosig aussieht. Das muss man zwar mit Vorsicht genießen, aber das merkt man natürlich dann auch so ein bisschen. Die Earnings, die guten Earnings, die sind hauptsächlich auf der US-Seite. Natürlich ist dann eben der US-Markt, deswegen hält sich der DAX da auch eben auf dem Niveau. Der ist natürlich nicht ganz unwichtig für den DAX. Und wenn die auf All-Time-High laufen, dass jetzt der DAX in den meisten Fällen nicht drastisch nach unten wegbricht, sondern eben immer wieder Stärke findet, ist jetzt auch nicht ganz so außergewöhnlich. Von daher bleibt es für den DAX, dass ich hier schon mal schauen würde, ob man eben an interessanten Bereichen in Richtung Short denkt. Für den Montag, je nachdem, wo wir eröffnen würden, aber könnte ich mir dann eben zum Beispiel
diese Area hier vom Freitag vorstellen. Der Bereich hier so um die Marke, ja, 17.000 eigentlich, Pi mal Daumen, ganz knapp drunter. Das wäre jetzt etwas, wo man mal gucken könnte. Und dann eben auch nochmal, ja, eigentlich der Bereich hier oben, den wir auch schon mal hatten. Das sind so zwei Zonen, wo man mal gucken könnte, okay, wenn er anfängt zu bremsen, vielleicht mal auf eine Gegenbewegung zu setzen. Ansonsten natürlich Schwäche nach wie vor ebenfalls kaufen im DAX. Erinnert euch dran an die vergangene Handelswoche. Wir hatten das mehrfach besprochen, dass die Bereiche immer erstmal auch ein wenig unterlaufen wurden und da somit der konservativere Einstieg wahrscheinlich sinnhafter ist. Also lasst den Markt erstmal in gewisse Bereiche laufen, die Sinn machen würden zu kaufen, und entsprechend lasst den da reagieren, lasst den erstmal auch wieder nach oben kommen im Falle der Longs, und dann kann man eben schauen, dass man ein bisschen konservativer dann eben trotz alledem eben auch natürlich Longs findet. Ja. Aber der Unterschied zu den US-Märkten, wo ich erstmal vorsichtig sein würde, mit der Short-Seite im DAX, sehen wir ja, da kann man eben zumindest den Versuch wagen, weil er einfach in den letzten Tagen auch immer interessante, wirklich interessante Bewegungen gesehen hat. Und ich hatte ja dann auch die Trades gezeigt, da war ja von meiner Seite da immer mal wirklich ein guter Short-Trade auch dabei, der am Ende dann eben auch zu der letzten Wochen-Performance dann eben, da eben verhalf, nach oben zu kommen, und vor allem dann eben auch bedeutete, dass ich Donnerstagvormittag mit einem schönen DAX-Trade auf der Short-Seite, das war dann diese Bewegung, welche wir ja vorher 7 Uhr im DAX Long oder Short besprochen hatten, das war diese Bewegung hier, ne? Das war das, wo ich hier auf der Unterseite dann eben nochmal gut verdienen konnte, auf einer Short-Seite im DAX, und dann danach gesagt habe, okay, durch den Urlaub jetzt, dann lasse ich sein und beende dann eben meinen Februar vom Urlaub erstmal auf den Equity-Hochs. Und dann gab es am Freitag nochmal eine schöne Bewegung hier auch aus einem schönen Bereich heraus auf der Abwärtsseite. Also da gab es dann schon natürlich noch Möglichkeiten, auch dann eben den Reverse auf der Aufwärtsseite schön volatil. Also DAX ist schon nicht ganz uninteressant aktuell und wäre allerdings auch für Shorts möglich. Ich wünsche euch erstmal natürlich einen schönen Wochenstart. Wir hören uns dann irgendwie. Dienstag werde ich schauen, dass ich was hochlade. Ansonsten könnte es ein bisschen holprig werden jetzt in der kommenden Handelswoche von Inhalten von mir. Aber in der kommenden Handelswoche ab 19. geht es dann wieder los mit den Streams. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.